Ja, hallihallo, hier ist wieder euer Fallager. Willkommen zurück bei meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich schaue gerade mal auf die magische Map. Ah ja, und da haben wir ja hier oben dieses Fragezeichen hier oben, das wir jetzt mal anschauen wollen. Einfach weil wir es können. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja auch ein Banditenlager. Ist natürlich jetzt die Frage, welches Level sind die Leute denn so? Du bist so gut wie tot! Au! Macht schon! Oh. Doch mal! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Nein, macht nie! Häng am Leben. Boah, klar. Wo hänge ich jetzt? Oh, ja, jawohl. Okay. Also nein, ihr tötet den Bastard nicht. Der Bastard braucht nämlich dringend. Was denn da? Okay, jetzt aber Ruhe, oder? Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass jetzt hier die Leute wiederkommen. Sieht aber erstmal nicht so aus. Hier haben wir noch ein. Och ja, hier haben wir noch Hellebardierrüstung. Das sieht ja mal cool aus. Ah, Zwergenschnaps, bisschen Geld. Was ist denn die Hellebardierrüstung Schönes? Auf jeden Fall ist sie schlechter als die, die ich habe. Ich glaube, Knüppel können wir ein bisschen wegwerfen. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Schon Hunderttausende an Knüppeln. Was bringen die eigentlich an Geld? 56, doch so viel. Naja, gut. Was haben wir hier noch? Ja, Pfeife brauchen wir nicht noch. Ach so, das sind die Knüppel. Das ist die Pfeife. Irgendwie hätte ich gehofft, dass die Leute wiederkommen und dann hier arbeiten und so. Aber offensichtlich sind die Leute nicht so der Meinung, dass das sich lohnt, oder? Ich bin überlastet. Okay. Weitere Knüppel weg. Den wollen wir ja verkaufen. Da haben wir mal das noch weg. Dann müssen wir wohl zwangsläufig. Ah, so eine Watte-Fetschen-Bla-Bla-Bla-Fahne. Allerdings haben wir hier oben auch noch Mittelhain. Ich würde eigentlich gerne noch hier weiterreisen. Das ist mein Banditenlager. Das ist mal ein richtiges Banditenlager hier. Keine Dummheiten, Söhnchen. Würde mir im Traum nicht einfallen, wie stark seid denn ihr? Das ist nicht dein Tag. Ach, die sind ja alle Level 3. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich hier reinkomme. Schlagt ihn!
Offensichtlich kommt man so hier nicht rein. Und hier kommt man offensichtlich auch nie wieder hoch. Oder? Du bist so gut wie tot! Los, auf ihn! Bitte, überlasst ihn mir! Überlasst ihn! Ja, ist ja gut, oder? Hä? Drachenfieger? Macht doch keiner. Macht heutzutage keiner mehr. Irgendjemand lebt hier noch. Los, auf ihn! Schlagt ihn! Tötet ihn! Ich versuche mein Bestes. Irgendwie muss ich einmal hier rumkommen. Kuckuck. Der wirkte echt überrascht. Jetzt habe ich echt ein Problem. Nein, dass ich immer schwerer werde. Ja, natürlich, Feuerschaden, ich Trottelkopf. Ach, Menno. Wir nehmen mal nur... Habe ich jetzt aus Versehen den Knüppel mitgenommen? Das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich erst recht nicht. Ich wollte hier diesen machen. Ach so, hier scrollt es ja auch noch, das ist aber schön. Ach, gewöhnlicher Gegenstand ist doch Quatsch. Brauchen wir eh nicht. So. Passiermesser. Zwei Kronen. Eine Krone. Ach, ich sollte echt mal aufhören, immer zu schnell zu klicken. Komm, husch weg. Ja, ist ja mal gut, oder? Jetzt rennt er jedes Mal da rein? Das glaubt man kaum. Das gibt nichts mehr. Naja. Hier ist die magische Kiste. Eisbärenfell, Silberschwert, was? Silbersteiner Schwert. Ich glaube, ich muss das erstmal alles mitnehmen. Bin jetzt wahrscheinlich gleich überladen. Ja. Bin jetzt überlastet. Riskiere mal einen Blick auf das Silberschwert hier. Das bringt eine Menge. Das ist Stufe 16. Auch noch ewig hin. Auch noch ewig hin hier. Was wie? Noch ein besseres Silberschwert? Achso, das war einmal hier 16 Kälteschaden. Das hebt sich dann mit dem plus 11 Schaden sozusagen auf. Mehr als auf. Was wiegt denn das? 8 Kilo. Auch wenn es schön aussieht, nein. Ich muss irgendwas hier wegwerfen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Tintenfass. Ja, allein das Bärenfell wiegt. Nein, nein, nur eins. Ach so, das sind dann mal zwei. Ja, much better. Ich muss unbedingt die Felle mal loswerden. Ach, ich muss hier so viele loswerden. Das ist es.
Und wir laufen natürlich weiter. Durch die klare Nacht. 1.15 Uhr in der Nacht. Und irgendwie habe ich durch Feuer mehr verloren als durch die ganzen Angriffe. Wir mümmeln mal eine Wolfsleber, auch wenn das nicht besonders lecker ist. Vor allem alles ungebraten, ne? Es ist ja nicht so, als wäre das hier irgendwie... Ich tippe mal auf verlassene Stelle. Fick dich! Lass ihn nicht zu Arsch kommen! Kuckuck. Au, das ist ja wohl ein Witz. Du Mistkerl. Ja, das zeige ich dir gleich, was das ist hier. Drecksschwein, dich werde ich killen. Uah. Puh. So, da kommen sie zurück, die Leute. Ein neuer Morgen, ein neues Glück. Bin sehr stolz auf euch. Tja, wir reparieren also langsam diese Gegend. Wir haben auch einen Stufenaufstieg bekommen. Für alle, die es nicht bemerkt haben. Und hier oben gibt es einen Händler. Den werden wir mal schamlos ausnutzen. Kaufmann, hallo. Was? Ja, ja. Zeig mir mal deine Ware. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Was hat er denn so? Jetzt verkaufen wir erstmal ein bisschen was hier. Das brauchen wir nicht. Das 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 nicht. 126 bis... Hier gibt es ja noch so einiges. Die verkaufen alle dieses Mist hier, diese Felle und sowas. Kann ein Händler verkauft werden? Ja, also der hat eh kaum noch Geld. So, was haben wir denn hier so? Was gibt's denn hier so? Kleine Glyphe der Durchdringung. Gibt's frischen Saft? 2% Zeichen ist natürlich lächerlich. Haben wir denn hier? Magischer Gegenstand, mittlere Rüstung. 480. Au, du Backe. Leichte Rüstung. Stufe 8. Würde auch fett was bringen. Was ist das hier? Stufe 13. Das ist noch ein bisschen hin. Die Stiefel. Oh. Das ist alles teuer. Ist es wahr. Die würde ein bisschen plus 14 bringen. Allerdings Level 16. Verdammter Mist. Hätte ich das mal nicht gekauft. Ach. Ja, naja, gut. Bis dann. Ein Griff ins Klo, meine Freunde. Das macht selten froh. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Platz gefunden. Das Haar so weiß wie Schwarz. So, jetzt können wir erst mal alles kaufen und dann können wir... Huch. Hallo? Ah, Reparaturset, sehr gut. Willst du dir Dorf für Dorf die Börse, oder wie? Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Ja, ja, schön für dich. Wären wir längst verhungert. Hühnerbein. Schwing. Was haben wir hier? Eine Muschel. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ich
kannst doch trotzdem versuchen, alle zu gewinnen. Hä? Nanu? Hier sind wir. Ah, Fischtech, sehr schön. Du siehst aber gar nicht gut aus. Der Säufer vom Dienst sitzt schon. Ach nein, der schreibt. Was? Ja, zeig mir mal, was du hast. Du hast doch noch 95. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Du hast doch noch 95 Gold, habe ich gehört. So, das ist wichtig. Plus 15 auf die Haltbarkeit des Gegenstandes. Da hoffe ich mal, dass das mal in Bälde. Mach's gut. Dass das mal in Bälde was bringt. Dass ich das hier unterwegs so ein bisschen reparieren kann, alles. Und jetzt haben wir ja auch hier die Leute des Barons da. Was haben wir denn da? Banditenlager. Mittelhain. Was ist eigentlich gerade meine Aufgabe? Ich glaube, Niederwürr war meine Aufgabe. Aber ich glaube, ich gehe erstmal. Hier gibt es doch so viel zu entdecken. Ich muss ja erstmal ein bisschen weiter entdecken. Hier gibt es Banditenlager. Ha. Ja, könntest du Banditen lagern? Also. Das ist ein Träumchen. So, halt! Da war ja noch was. Ha! Stufenanstieg. Meines Zeichens Stufenanstieg. Würde ich doch schon mal den hier noch nehmen. Das machen wir dann später. Später. DPS. Schön. Ja, wir haben ja noch kein weiteres Grünes für dich, für hier. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Hoppala. Das muss erstmal reichen. So. Banditenlager. Hiermit speichern wir ab. Blütchen nehmen wir mit. Dein Arsch gehört mir. Nicht nachlassen. Einsatz, Leute, Einsatz. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Mach mal nicht. Müssen die eigentlich immer hintereinander stehen hier, die Schweine? Nein! Das ist elendig, dieser Typ. Genau, jetzt kommen noch die Wölfe, logisch. Und auch das klappt. So, jetzt aber gut hier. Mit die Wölfe. So weit wird es noch kommen. So, das nehmen wir alles mal. Und hier haben wir die Kiste. Hm, nette Sachen dabei. Pferdenlaserhandschuhe. Hm, nett. Scherbenschwert. Aha. Scheint was Neues zu sein. Novigrader Langschwert. Und Novigrader Langschwert. Gut, erledigt. Und natürlich ist mein Schwert gleich im Arsch. Gut, da unten haben wir das Dorf. Gehen wir mal alles reparieren.
Komm, steck mal Waffe weg. Jawohl, sehr schlau. So. Hallo, hallo, halli, hallo. Jawohl. Guten Abend. Rüstungsschmied. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ja, ich bin doch eher der Schwerttyp. Zeig mal, was du zu bieten hast. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Oh, okay, den wollen wir nehmen. Schauen wir mal. Hier wollte ich eigentlich nichts loswerden. Ich bin da eher jemand, der da ein bisschen drauf achtet. Reines Silber. Zerlegen. Können wir natürlich auch mal machen. Was wird denn daraus? Glas. Gewöhnliche Puppe, Schnur und Zwirn. So. Reines Silber machen wir natürlich mal jetzt Silberbarren draus hier. Ach nein, zerlegen. Das könnte man auch zerlegen, das auch. Reparieren. Genau, das wollten wir. Das ist das Teure gewesen hier. So, lebt denn wohl. Bis dann. Bis dann. Schwing. So ein bisschen was anderes anziehen hier. Das bisschen nach was aussieht hier. Plus 25 Ausdauer, plus 30. Ich brauche bessere Satteltaschen. Grrr. Ihr habt den Gorgonienkopf. 10 Chance auf Verstümmelung haben wir auch noch. So, okay, da haben wir das erledigt. Hoppala. Siehst du meine Muskeln? Waffen aufgewertet. Aufgewertet. So, da würde ich gerne noch ein bisschen rumziehen. Was haben wir denn hier? Komplotter. Hüsses. Gut. Beweg dich. Beweg dich. Wenn man das im Pferd sagen muss, dann ist das schon tragisch. So. Haben wir erstmal das erledigt. Essen wir nochmal das alle Brot. Das war das Gaunerlager. So, und was haben wir hier jetzt? Komm jetzt. Verlassene Städte. Okay. Absteigen. Und gucken. Oh. Alle zusammen! Jetzt! Okay. Zu schnell! Der Hurensohn! Du wirst es nie lernen. Jetzt.
Alle zusammen! Jetzt! Das klappt doch nie! Das klappt auch nie! Verlassene Städte. Ah, sie kommt zurück. Was immer das hier auch sein soll. Sah ein bisschen aus wie... Gefahrgebein, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Das ist wirklich toll. Werden wir je wieder gute Zeiten erleben? Bestimmt. Oh, es nieselt. Wegen dieses Wolkengusses haben die Mücken gestochen. So. Gutes Hühnerbrot. Rasiermesser. Natürlich, ich schaff's immer nicht. Man, no! So, jetzt aber. Hier ist eine Kräuterkundige. Das? Wegen dieses Wolkengusses haben die Mücken gestochen. Vorsicht, Faulpelz! Faulpelz, ich habe hier alles befreit. Kinder, kommt rein! Wirklich nicht schön hier das Wetter. Oh Mann, was für ein Wetter. Donnerwetter. Was ist das hier? Fistech-Süchtiger. Na toll. Was für ein scheiß Wetter. Verdammt. So. Was für ein scheiß Wetter. So, hier ist er noch. Hier ist ja noch ein... Oh, Level 9, schön. Aua, aua, aua. Haben wir noch ein Schwertchen? Der hat gleich gar nichts dabei. Obwohl er der Anführer der Anführer war. Hier, Krummel. So. Irgendwo habt ihr doch jetzt eure Kiste. Stimmt's aber, habe ich recht. Ich habe nie recht. Sind anscheinend die kleinen Tontöpfchen hier, die sie hier angebammelt haben. Oh nice, reines Silber. So. Das war dieses, jeniges. Ja, man müsste ja hier theoretisch weitergehen. Weiter, weiter, weiter. Also praktisch dort zu dem nächsten. Einfach weil wir es können und weil ich schnell speichern habe. Und es schüttet wie aus Kannen. Das ist ein Träumchen. Gieß kann sie nichts dagegen. Schwing! Schwupp, da ist er weg, der Kopf. Bloß nicht den Kopf verlieren. So.
Gut. Das ist auch erledigt. Immer wie gerade das Schwert. Und eine Kiste. Im Tierpelz. Nützliches. Gewöhnlich nützliches. Aha. Natürlich bin ich wieder überlastet. Was sagt denn der Tierpelz? Im Tierpelz. Bestiarium-Eintrag hinzugefügt. Im Tierpelz. Sie drangen in die Hütte ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie sein Bett. Sie fanden trockene Zweige. Ein erster Hinweis, den Werwölfe kehren nach einer Jagdnacht im Morgengrauen zurück und an den Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Den zweiten Hinweis fanden sie unter dem Bett. Einen Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich beim Sonnenuntergang verwandelte und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manne wurde. Mit diesen starken Indizien beendeten sie die Überlegung und begannen mit der Jagd. Sie schworen, die Lykanthropen zu finden und in Silberketten zu legen. Lykanthropen sind das. Auf jeden Fall bin ich zu schwer für die Lykanthropen. Nee, was haben wir hier? Hier, zack. Weg damit. Streitkolben. Der hat ja auch eine Menge Krimps dabei. Ja. Alkoholtest. Habe ich nur noch einen Alkoholtest? Sieht so aus, ja. Na schön. Müssen wir wieder zurück. Na klar. Es schifft wie Sau und ich krieg Brandschaden. Huch, was ist das? Ey, wir hatten die Hütte hier hingebaut. Ach, was sieht mein... Hier ist doch ein Schnellreisepunkt. Leider gibt es in Niederwürr keinen Händler. Wegkreuzung. Bla bla bla. Gibt es keine Händler. Also ich muss so oder so zum... Ich muss so oder so mal in das Dorf mit dem Schmied, um es zu verkaufen. Damit ich wieder einigermaßen leer bin. Und dann ist diese Folge auch schon wieder langsam zu Ende. Das ist ein Kraus. Oh. Jahu! Ja. Das kann ich auch sagen. Hoppala. Schnapp, schnapp, schnapp. So. Was liegt denn hier eigentlich? Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Ja, kann ich nie, aber ich will eigentlich nur sehen, was du so hast. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Wieso zur Hölle ist das denn hier? Wieso lag das hier rum? So. Ich habe auch noch so einen Haufen Kram hier. Ich könnte Zeug bauen, wenn ich was hätte, was ich bauen könnte. Aber mir fällt im Moment auch gar nichts ein, was man bauen könnte. Machen wir mal so. Wieso habe ich das? Ist dann.
Wieso habe ich das Schwert noch bei mir? Stahlwaffe Ultima. Ach, Silberschwert. Plus 8% plus 8 Kälteschaden. Plus 1 Chance auf Einfrieren. Da ist Diving natürlich um einiges besser. Aber wieso habe ich das damals nicht verkauft? Wieso du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle. Das glaube ich. Und noch einmal, zeig mal. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Wieso habe ich das damals nicht verkauft? Zack. Das wüsste ich gern. Gut wohl. Bis dann. Gehab dich wohl. Wieso? Wieso hat das jetzt nicht so funktioniert, wie ich das wollte? Ah, hier ist ja noch ein Händler. Das bist du, oder? Kaufmann. Ah ja, mit der Axt. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Zeig mal, was du hast. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Scheuklappen. Aha, 20. Die Panikstufe ändert sich. Das werden wir natürlich mal holen. Was sehe ich hier? Das haben wir schon. Das könnten wir noch holen. Fünfte Essenz. Asche. Silberne Bernsteinkette. Hier könnten wir auch mal ein bisschen was verkaufen. Enthält Zusatzinformationen. Ja, das haben wir. Schon gekauft. Ein Abend mit dem Vampir, das haben wir auch schon gelesen. Die Herrinnen des Waldes brauchen wir jetzt nicht. Ach ja, was haben wir hier eigentlich noch an Zeug? Gegerbtes Drakonikleder. Perlen. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen. Ja, eigentlich braucht man ja anscheinend ja alles. Nein! Ich habe irgendwie ein mieses Gefühl mit dem. Ah, oh, jetzt kostet das. Bäh. Fellstück. Fasern. Seide. Zwirn. Himmelarsch. Ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen was verkaufen. Hier altes Bärenfell wird verkauft. Ziegenfell, das ist mal gut hier. Altes Schaffell. Bärenfell verkaufen wir mal auch. Das ist eh gleich pleite. Wolfsfell. 60 hat er, nee. Eisbärenfell. Dieser Händler hat nicht genügend Geld, um diesen Gegenstand zu kaufen. Hasenfell. Oh, ist weg damit. Wertvolles Fossil behalten wir mal. Blumen. Keine Ahnung, wofür ich die mal brauche. Aber hier, kommt weg. Kelch, kommt mal weg. Mal ein bisschen was hier verdrödeln hier. Das ist ja nicht mehr feierlich. Hier haben wir ja jede Menge Florin. In Novigrad kann ich das eintauschen gegen Kronen. Ich will nicht wissen, was ich hier schon dabei habe. An Gelde. Pferdehaut. Können wir da noch was verkaufen? Ah, höchstens das eine. Na gut. Leb wohl. Bis dann. So. Gut. Ah, hier oben ist der. Hier oben ist der Wanderweg.
So. Ach so. Schwing. Ah, Novigrad kommt bald. Hexeraufträge. Haben wir noch was? Level 10. Auftrag die lustige Witwe. Sprich mit den Totengräber. Mhm. Was haben wir hier? Hanna aus den Wäldern. Das wären Hexeraufträge und Nebenquests. Haben wir eine Rückkehr in den Buckelsumpf. Schnellreise. Hütte des Bootsbauers. Guck einer an. Niederbörr. So. Gut. Mann des Barons. Bevor wir das aber uns vornehmen und wahrscheinlich die Mummen in den Arsch treten, was ja ehrlich gesagt was Schönes wäre, beende ich natürlich hiermit diese Aufnahmesession. Beim nächsten Mal geht's weiter. Jetzt haben wir ein paar Räuberlager ausgehoben und einige Fragezeichen beantwortet. Aber es hat sich gelohnt, auch vom Gelde her. Und die zwei Reliktschwerter scheinen auch erstmal nicht die schlechteste Wahl zu sein. Deshalb kann ich nur sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier war euer Fallager mit dem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Macht's gut!